So, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Tomb Raider. Ja Mensch, ich bin's wieder, der Sestum von den Gossenzwergen. Und heute machen wir uns wieder gepflegt auf die Wanderschaft. So, wir erinnern uns, wir sind mit der guten alten Lara unterwegs. Und zwar zu diesem hübschen kleinen Turm, wo was oben drauf blinkt. Und warum wollen wir dahin? Wir müssen einen Funksender platzieren, damit wir ein Notsignal von dieser Insel, was auch immer, in Südjapan aus dem Drachendreieck quasi abschicken können, damit wir hier mal so fett gerettet werden und so, ne? Und deswegen machen wir uns jetzt hier auch mal richtig dick auf den Weg und latschen hier gepflegt über das Gestänge. Müssen wir balancieren, das ist alles nicht so einfach. So. Hopsan, Nanu, wen haben wir denn da? Hallo. Hallo, 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 hallo. Zack und tschüss. Aua. Ich will ja nichts sagen, aber das hat bestimmt wehgetan. Wie viele sind es? Tja, wie viele sind es wohl? So, das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Nämlich dieser hier. Gut. Das war ein Schuss in die Eier und noch einer in die Brust. Beziehungsweise zwei davon. Könnten wir Ziel schießen, auf Flaschen machen? Mensch, wir sind ja kaum hier, schon geht das hier richtig los, ne? Hallo? Hallo? Hier ist nix. Hier auch nix, ne? Aua, aua, aua. Hallo, wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Und zwar von irgendwo, irgendwo. Das ist übrigens das rote Blink. Wo zur Hölle? Ach, da oben müssen wir hin. Guck mal. Da, hallo. Arschloch. Komm her. Komm her. Wir werden übrigens beschossen. Das finde ich persönlich irgendwie ein bisschen kacke, dass jetzt diese ganzen Idioten alle runtergeschissen bekommen. So. So, 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 so. Und dann hier der nächste und hier noch einer. Müssen wir mal ein bisschen Muni sammeln. Na, komm raus, du. Komm zu Mama. Genau so wollte ich das haben. So, wir könnten jetzt hier theoretisch. Genau so wie ich das wollte. Hier können wir uns jetzt nochmal so. Und hier. Was haben wir da hier? So, mitten im Kugelhagel. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Nö, eigentlich nicht. Jedenfalls nicht von den Japanern. Viel schöner finde ich ja, dass wir mitten im Pfeillager quasi stehen und uns beschießen lassen von Hornochsen. So. Ich finde, wir haben ganz ordentlich aufgeräumt hier. Noch irgendwo welche Dilettanten, die meinen, sie können uns beschießen? Da haben wir nochmal ein neues Magazin rein. Es sieht aber nicht ganz so gut um unsere Ausrüstung hier aus. Deswegen. Ja, 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 ja. So, das war der erste. Verdammter Mist. So. Da haben wir hier mal wieder ordentlich aufgeräumt, aber ich glaube, es ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Also auf jeden Fall, es ist noch nicht vorbei. Lara, du musst wachsam bleiben. Komm mal hier. Ja, da hat einer eine Leuchtrakete abgesendet und sich damit quasi volle Möhre einmal fleißig verraten. Komm her, du. Scheiße, falscher Winkel!
Nanu. Da ist er. So. Jetzt haben wir da auch oben den feindlichen Bogenschützen noch entdeckt. Und hier müssen wir jetzt weg. Weil ich mag diese Molotow-Cocktailwerfer oder was das auch mal für hirnverbrannte Idioten sein mögen. Ich mag den nämlich nicht so sonderlich. So, ich empfehle jetzt mal so ganz fleißig den Wechsel zu einer anderen Waffe, und zwar zu unserem geliebten Buch. Ja, wir müssen halt nur aufpassen. Hopsa, 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 wir rennen hier voll durchs Feuer. Kommt mal her. So, damit hätten wir dich dann da hinten auch. Und so, ne? Damit hätten wir das ja hier schon mal. Haben wir schon wieder einiges geschafft. Wir haben kräftig aufgeräumt. Eines ist am Brennen und eines immer noch. Kann das jetzt mal wieder aufhören? Ich meine, es schneit. Gut, dann jumpen wir jetzt hier einfach mal ganz fleißig runter. Nehmen wir mal auf, was wir noch kriegen können. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Was ist denn das für einer? Oh, oh, oh. Aus dem Weg! Sie gehören mir! Ey, der Daus, was ist denn das für einer? Der sieht aber überhaupt nicht nett aus. Du schaffst das. Nehmen wir mal am besten die Pistole. Gut, damit hätten wir dem dann zumindest schon mal etwas. Aua! Das hat sicherlich wehgetan. Ich meine, wir haben hier gerade mit der Machete voll eins abgekommen. Das Problem ist halt nur, dass der Kerl halt ziemlich flink ist, was seinen Schlag und so weiter anbelangt. Deswegen hätte ich jetzt hier eigentlich ganz gerne ein bisschen was vom Maschinengewehr. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So geht's natürlich auch. Gut. Na komm schon her, du. Na komm schon. Sind hier noch mehr von euch Hornochsen? Ne, scheinbar nicht. Das ist ja sehr erfreulich. Hey, da raus. Na gut. Dann, hier quasi mittendrin und so, hier gibt es nochmal Munition, das ist immer sehr wichtig, damit wir auch immer ausreichend versorgt sind und alles, ne, hier ist hier irgendwie was Spannendes, nö, sieht nicht danach aus, ist das hier, nee, ich höre Ratten, hat einer von euch hier Ratten versteckt? Wenn ja, fände ich das nicht nett. Die beißen immer. Gut. Dann wären wir auch schon hier. Hier kriegen wir nochmal eine Runde Bergungs. Oh, wir haben ein von zwei Teilen gefunden zum Thema Bogen. Und hier können wir nochmal eine Tür aufbrechen. Ja, genau, Waffenteile. Wir können nämlich neue Waffenteile sammeln. Und so, und ja, da gibt's dann, können wir quasi unsere Waffen weiter aufrüsten und verbessern. Eine Plakette, wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Was haben wir hier so? Eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person. Vermutlich. Ich spreche allerdings kein Japanisch und ich kann es auch nicht lesen. Weswegen uns das jetzt hier gerade zwar ganz nett erscheint, aber auch irgendwie nicht weiterhilft. So, da haben diese komischen Inselbewohner wieder mal ein Zeichen an der Wand geschmiert. Hat man vielleicht gerade eben gesehen. Hier nicht. Hier ist nur Schnee. Warum das jetzt hier gerade schneit, kann ich nicht so wirklich erklären. Auf jeden Fall haben wir ein neues Lager entdeckt. Und zwar das Lager am Funkturm. Und so, ne? So, wir haben ein neues Bergungsgut erhalten. Da könnten wir jetzt theoretisch unseren lieben Bogen weiter aufrüsten. Oder eine unserer anderen Waffen hier. Die Pistole oder auch das Maschinengewehr. Ach nee, ich vermute, wir brauchen die Pistole öfter als das Maschinengewehr, da ich das Maschinengewehr nicht so oft benutze. Allerdings, den Bogen, den finde ich persönlich am besten. Die verstärkten Wurfarme, mehr Schaden, damit kriegen wir die vielleicht leichter gebacken. Also haben wir jetzt hier mal ein bisschen was auf die Wurfarmverstärkung gepackt. So.
Das heißt, da haben wir jetzt im Bogen schon ein bisschen aufgerüstet. Und dann kümmern wir uns halt das nächste Mal auch darum, dass Gewehr und Pistole, beziehungsweise vorrangig Pistole quasi, ja, aufgerüstet werden. So. Und jetzt macht sich Lara heldenhaft auf den Weg zum Funkturm. Na? Dafür müssen wir uns jetzt hier mit Umschalt fallen lassen. Und jetzt gibt es hier doch sicherlich, genau, hier gibt es eine süße kleine Leiter. Und die werden wir jetzt erklimmen. Okay. Los geht's. Ja, los geht's, Baby. Und so klettern wir munter heiter immer weiter auf den Funkturm rauf. Wenn sich jetzt natürlich einer fragt, ja, warum denn auf den Funkturm? Wir hatten noch eine Konsole. Dann verweise ich gerne auf das letzte LP. Upsa. Das ist weg. Naja gut, klettern wir mal weiter. Dann verweise ich gerne auf das letzte LP. Da wurde nämlich erklärt, warum wir denn jetzt hier auf diesen hohen Funkturm raufklettern müssen. Weil normalerweise würde ich das ja auch als etwas, naja, nennen wir es umständlich, abtun. So, aber Lara, unbeirrbar. Weil Raben, die meinen, sie können hier schon mal nach Leichen suchen. Nee, aber unbeirrbar klettert Lara weiter. Immer höher, dazu spielt spannungsgeladene Musik. Und wir sind oben angelangt. Ja. Also erstmal, es ist ja schon irgendwie ein geiler Ausblick, ne? Also jetzt nicht so direkt nach unten, meine ich, aber jetzt hier so in die Landschaft. Das können wir aber noch nicht genießen, jetzt müssen wir erstmal weiter nach oben hier. Und auch das macht Lara ganz heldenhaft. Klettert sie hier immer weiter nach oben. Das wird jetzt allerdings etwas schwierig. Das ist alles etwas durchgerüstet. Aber Lara kämpft weiter. Heldenhaft. In den Korb. So. Jetzt sind wir ganz oben angekommen. Und können hoffentlich den Funkspruch absetzen. Ich persönlich hätte ja Angst, dass mir das Funkgerät jetzt vom Hintern wegfliegt. Aber das ist ja auch, ich meine, locker durch, das, durch den Wasserschaden da durchgekommen. Gut, wir müssen weiter drehen, weil. Oh, was ist das? Okay. Na, komm schon. Na, komm schon. Wir brauchen ein klares Signal. Komm schon. Schildern Sie Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und warten. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Das Flugzeug N177A. Ach. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Supi. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin. Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Na also. Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin. Flammen. Das kriege ich hin. Ja. Wir brauchen ein großes Feuer, damit die uns sehen, weil eine Signalpistole oder derartiges haben wir ja nicht. Also macht sich Lara ganz heldenhaft hier quasi zurück auf den Weg und das wird jetzt richtig lustig. Yay! Also hier darf man keine Angst vor zu hohen Geschwindigkeiten haben, weil das geht ganz schön zackig.
So. So kommt man definitiv runter. Ja, in der Tat. Eine alte Militärbasis. Na Mensch, was ist das? Also zumindest keine Basis, aber auf jeden Fall ein Quartier. Gut, dann werden wir mal gucken. Wen haben wir denn hier alles so Lustiges? Ich habe ja irgendwie so das lustige Gefühl, dass hier gleich jemand um die Ecke gekackt kommt und uns hier quasi so und überhaupt. Treibstofftanz. Ja. Ich habe trotzdem irgendwie so das ungute Gefühl, dass hier gleich jemand kommt und uns angreift. So, jetzt. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuziehen. Den müssen wir in der Tat finden. Was haben wir denn hier alles so Lustiges? Hier liegt eine Leiche rum. Sehr hübsch. Oder? Sehr hübsch anzusehen. Das macht doch alles richtig Spaß. Hier ist eine alte Bude, in der können wir mal rumgucken. Das ist ja alles sehr nett. Ach nee, was ist das denn? Ein altes Feuereisen. Sehr schick. Also, wir haben den Feuerstahl erhalten. Damit können wir jetzt... So sollte es gehen. Damit haben wir jetzt immer und überall die Möglichkeit, quasi Benzin und so anzuzünden. So, mit E können wir das Ding hier so halten, ne? Und mit E können wir dann auch das Feuer hier so anzünden, ne? Jetzt müssen wir hier nur sehen, dass wir hier wegkommen. Oh, sehr geil. Wir standen direkt daneben, aber uns ist natürlich nichts passiert. Da ist es. Hey, das Flugzeug ist da. Daraus. Die Maschine hat Feuer gefangen. Uh-oh. Da hat es ein Triebwerk zerpickt und jetzt geht es immer weiter. Upsa. Hey da. Los, Tempo. Yay, Rutschpapi. Das macht uns doch allen mal großen Spaß hier. Für uns. Fleißig, ne, damit da nicht allzu viel abbekommen. Hoppsa. Aua. Aua. Nein. Gut. Das hätten wir gerade noch so geschafft. Nein, das Triebwerk kommt. Aua. So. Auf die andere Plattform gerettet. Mensch, sind wir nicht gut. Das ist doch hervorragend. Ja. Gut, wir haben ordentlich was auf den Magen bekommen und ganz, ja, ich sag jetzt mal geheilt. Sind wir ja immer noch nicht. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ja, in der Tat. Zu dem sollten wir auch dringend hin. Aha. Also... Ich bin ja kein Experte, aber das sieht mir hier nicht mehr so unglaublich stabil aus. Eieiei, hier müssen wir springen. Komm schon. Eieiei, so ist Papp, komm rüber. Los, los, los. Ja, sehr gut. Hopsa. So, und das war's auch. Wir haben fleißig verkackt. Na Mensch, das ist doch genau das, was wir uns schon die ganze Zeit gewünscht haben. Jetzt hier aber Sprung. Und so, und Bewegung, und zicke zacke Hühnerkacke, und weiter. Und Jagd und Scheiß mal drauf, dass wir hier immer noch unverheilte Verletzungen haben, die eigentlich dringend mal, ja, vom Arzt begutachtet werden sollten. Ach, Scheiß mal drauf, wir rennen hier einfach weiter und springen und machen und tun und rutschen und... Aua, hauen uns voll aufs Maul? Glücklicherweise haben wir das ja noch nie gemacht. Aua. Lara, bist du da? Okay, wir haben Besuch. Aua, weg hier. Du brauchst vielleicht mal ein neues Magazin. Na komm schon. Du
Na komm schon, wir müssen ja hier irgendwie mal rauskommen. Komm schon. Komm zu Mama. Zoom. Damit hätten wir den dann hier auch quasi kräftig über den Haufen geschossen.